wie er Profitänzerin Maria Maxina, 25, in die Höhe hebt. Als wäre sie eine Feder, schwärmt Mozi Mabuse von Mimi Kraus, 39, und seiner Leistung beim langsamen Walzer. Überhaupt zeigt sich die Jury mal wieder ziemlich beeindruckt von dem Handballer, der hier bei Let's Dance eine wirklich krasse Lernkurve hinlegt. Für immer und dich, der Titel von Rio Reiser, jetzt auf RTL Plus Musik streamen, weckt in Mimi ganz besondere Gefühle für seine geliebte Frau Bella. Ich kann den Song 1:1 auf mich projizieren, schwärmt Mimi. Und das wiederum schwappt auf Zuschauer und Jury über, wie unser Video beweist. Daniel Hartwig. Für Momente wie diese liebe ich diese Show. Respekt. 9 Punkte für den Cha-Cha-Cha in Woche 1, dann 23 für den Tango und jetzt sogar noch ein Pünktchen mehr beim langsamen Walzer. Es läuft gerade richtig gut bei Mimi Kraus. Er hat Bock, er lernt, und er fühlt es, wie Show 3 einmal mehr beweist. Für Momente wie diese liebe ich diese Show, kann da auch Moderator Daniel Hartwig nicht länger an sich halten. Du hast hier eine schöne Stimmung gezaubert auf die Fläche, lobt auch der ansonsten oft so kritische Joachim Jambi. Für ihn sei es bis zu diesem Zeitpunkt der beste Tanz der Show gewesen, schiebt er sogar noch hinterher. Im Video. Mimis Liebeserklärung an seine Bella Mozi Mabuse. Ruhe. Ausstrahlung. Leidenschaft. Auch für Mozi Mabuse ist Mimi ein echtes Phänomen. Deine Frau hat recht, bezieht sie sich auf den Einspielfilm, bei dem Mimis Frau Bella die Außenwirkung ihres Ehemanns beschreibt. Du kommst rein. Publikum still. Ruhe. Ausstrahlung. Leidenschaft. Und eines hat dieser Tanz zusätzlich mehr als deutlich gemacht. Auch wenn sie diesmal nicht im Studio mit dabei sein kann. Mit 4 Kindern, so Mimi, müsse man sich halt aufteilen, der Liebe ihres Mannes kann sich Gattin Bella sicher sein. Wenn auch sie jetzt Lust auf Walzer bekommen haben, auf RTL Plus Musik gibt es ein Let's Dance Best of Walzer Songs zum Mittanzen.